Der Jubel kannte keine Grenzen. Caro Masson und ihre Teamkolleginnen schrieben Geschichte. Noch nie gewann ein europäisches Team den Solheim Cup auf amerikanischem Boden. Ja, unglaublich. Also, dass wir hier als erste europäische Mannschaft in Amerika den Solheim Cup gewinnen können, ist Wahnsinn. Wir haben richtig gut gespielt, jede von uns, über die ganze Woche eigentlich. Und ich kann es ehrlich gesagt gerade noch nicht so richtig glauben. Vor den Augen ihrer Familie holte die Gladbäckerin 2,5 Punkte für ihr Team. Am Ende hieß es 18-10 für Europa. Damit war die Titelverteidigung perfekt. Nicht ganz so erfolgreich lief es für das Juniorinnen-Team aus Europa beim Pink Solheim Cup. Und das, obwohl die einzige Deutsche im Team, Caroline Lampert, Geschichte schrieb. Sie gewann beide Vierer und holte dann auch im Einzel den Punkt. Das schaffte vor ihr noch keine. Trotz der Gesamtniederlage genoss die Sand-Leon-Roterin ihre Zeit im Team Europa. Ich mag es mit der Mannschaft, weil man einfach weiß, dass man jemanden hinter sich hat. Und wenn die Mädels hier rumschreien und dieses Europe die ganze Zeit, das pusht dann einfach nur. Und wenn man weiß, dass man Leute hinter sich stehen hat, das macht es noch ein bisschen interessanter und spannender. Einen Erfolg auf der Ladies European Tour feierte Ann-Kathrin Lindner. Sie gewann in Tschechien das Homna Pilsen Golf Masters. Mit ihrem Erfolg sicherte sich die Sand-Leon-Roterin vorzeitig die Tourkarte für die nächsten 2 Jahre. Ich bin nur glücklich und ich würde am liebsten die ganze Welt umarmen, mein ganzes Team, was heute noch angereist ist, und ja, den möchte ich allen danken. Lampert, Masson und Lindner. Die deutschen Damen sind in dieser Saison Weltklasse. Und vielleicht sehen wir das Trio ja wieder in 2 Jahren bei der Titelverteidigung des Solheim Cups in St. Leonrod.